Hallihallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder. Heute möchte ich euch meine Bastelanleitung zeigen. Und zwar möchte ich mit euch Quasten selber machen. Hab hier schon ein 3 Stück zu liegen, die ich schon gemacht habe vorab, damit ich euch das zeigen kann. Und zwar macht man die an einer Schablone, an einem Stück Pappe. Das könnt ihr einfach x-beliebig ausschneiden, je nachdem wie groß ihr die haben möchtet. Das Ganze macht ihr einfach mit Garnresten. So mache ich es jedenfalls immer. Müsst ihr nicht extra ein ganzes Wollknäuel für nehmen. Und zwar braucht ihr dann nachher zum Schluss noch 2 Fäden. Da könnt ihr euch einmal ruhig einen längeren lassen, damit ihr, je nachdem für was ihr das denn verwenden wollt, auch noch ein bisschen was zum Vernähen habt. Und dann braucht ihr noch ein etwas kürzeres Garn, um den halt zu verschließen. Sprich, wir haben dann hier einmal den Verschluss so drum und oben haben wir dann eben halt noch den Faden, so dass wir es irgendwo annähen können oder irgendwo befestigen können, je nachdem halt, für was ihr das verwenden möchtet. So, jetzt nehme ich mir meinen Garnrest und fange einfach mal direkt an zu wickeln. Und zwar halte ich jetzt das Anfangsstück erstmal fest mit meinem Finger und dann wickelt ihr einfach um die Pappe herum. Nehmt ihr euch das nächste Stück, falls ihr auch einzelne Stücken habt. Wickelt ihr hier oben wieder an, wo ihr angefangen habt. Und dann wickelt ihr wieder einfach weiter drum. Ruhig immer schön an einer Stelle der Pappe. Dann habe ich jetzt noch ein letztes Stück. Legt das diesmal hier vorne noch an, damit es dort halbwegs gleich dick wird. Hier auf dieser Seite. So, dann nehme ich mir das größere Stück. Das schiebt ihr jetzt einfach hier zwischen. Also nehmt die Fäden so ein bisschen hoch und zieht den längeren Faden jetzt durch. Guckt, dass ihr ruhig diese Längen gleich lang habt. Und dann befestigt ihr das Ganze einfach, indem ihr da dran einen Knoten zusammenzieht. Beziehungsweise es mit einem Knoten zusammenzieht. So, und jetzt habe ich die falsche Seite genommen. Also ich mache es immer an der anderen Seite, als ich angefangen habe, damit ich eigentlich nicht unbedingt die Stückenreste habe. Man hat natürlich auch hier dann mal Stückreste mit bei. Und da muss man dann aufpassen, dass man die dann mit zuwickelt. So, jetzt das Ganze nochmal neu an der anderen Seite. Da zieht ihr jetzt einen Knoten einfach zu. Macht ruhig noch einen zweiten, doppelt hält besser. Und dann habt ihr hier jetzt schon mal einen Faden dran, den ihr zum Vernähen nehmen könnt. Und jetzt geht es dran, das erstmal abzuschneiden. Sprich, wir haben jetzt hier oben den Faden dran gemacht. Heißt, wir werden jetzt hier unten das Ganze einmal aufschneiden. So, dann habt ihr jetzt einmal den Quasten sozusagen jetzt hier, den ihr jetzt noch verschließen müsst. Dazu nehmt ihr euch jetzt den anderen Faden. Legt euch das da auch einmal drauf. Dass ihr auch wirklich alle Fäden mit drin habt, auch die kürzeren.
Und dann wickelt ihr das Ganze einmal zu, indem ihr einen Knoten macht. Könnt ihr die Kurzen noch mal ein bisschen nachbessern, indem ihr noch mal zieht. Schön aufpassen, dass ihr die oberen Fäden nicht mit einknotet. So, dann macht ihr noch mal eine Umwicklung, macht noch einen zweiten Knoten auf der anderen Seite. Und dann könnt ihr den beschnippeln. Beschnippeln heißt, ihr bringt die Fäden unten jetzt alle auf eine gleiche Länge. Die ihr jetzt hier zum Zuknoten genommen habt, die lasst ihr einfach mit nach unten fallen und schneidet die auch mit ab. Ruhig immer mal wieder so ein bisschen glatt ziehen. Seht ihr das besser, wenn dort noch irgendwo ein bisschen was übersteht. So. Und wenn die dann alle halbwegs gleich lang sind, dann habt ihr auch eure Quaste schon fertiggestellt. Ja. Die könnt ihr dann halt nutzen, für was auch immer ihr sie gerne nutzen möchtet. Manche tragen die Dinger ja jetzt schon als Ohrringe. Früher hat man die an Gardinen dran gemacht. Man kann sie natürlich auch an einem Schal befestigen, an den Enden. So, jetzt machen wir das Ganze ruhig nochmal. Jetzt fange ich wieder hier oben an zu wickeln mit meinem Faden, halte den hinten so ein bisschen fest und dann wickele ich den Faden, den ich habe, einfach drum. So. Nehmt euch den nächsten Faden. Jetzt gerade nicht. Dann wickelt ihr wieder von der gleichen Richtung an. Schön drum. Und lasst das Ganze halt immer ein bisschen dicker werden. So. Jetzt hier meinen letzten Faden. Den letzten, den ich Also den meine ich jetzt als letzten zum Umwickeln. Den anderen benötige ich dann zum Zuknoten. Den wickele ich jetzt hier nochmal schön drum. Und dann nehme ich mir den Faden zum Befestigen. Schneide mir da jetzt ein kleines Stück für unten ab und den anderen längeren legen wir jetzt erstmal oben durch. Nehmen jetzt wieder alle Fäden zusammen und dann wird der Faden durchgezogen, schön auf halbwegs die gleiche Länge, dann wird jetzt nicht so richtig. Und das Ganze machen wir oben, nicht da, wo wir angefangen haben zu wickeln, sondern auf der gegenüberliegenden Seite. Dann macht ihr einmal einen Knoten rein. Noch einen zweiten, damit es besser hält.
Dann nehmt ihr euch die Schere dazu und dann könnt ihr auf der anderen Seite das Ganze von der Pappe lösen. So, dann bringt ihr das alles so ein bisschen in gerader Linie, einmal glatt ziehen. Dann nehmt ihr euch den kleineren Faden dazu, umwickelt den ein Stückchen weiter oben und dann macht ihr da einfach mal einen Knoten rein. Dreht ihr den Faden immer zur anderen Seite. Macht dort auch nochmal einen Knoten rein. Dann lasst ihr die Fäden mit runterfallen. Die längeren schön aufpassen, dass ihr die nicht mit abschneidet. Und dann geht es wieder ans Beschnippeln. Alles schön ein bisschen glatt ziehen. Damit ihr alles halbwegs auf eine Länge bringen könnt. Alles schön sauber abschneiden unten. So, und dann habt ihr auch schon wieder eine weitere Quast. Ja. So, da ja alle guten Dinge drei sind, zeige ich euch jetzt noch ein letztes Beispiel. Nehme mir dazu hier eine letzte Farbe, die ich gerade noch hier zu liegen habe. Und fang an, die wieder zu umwickeln. Schön Finger wieder hinten drauf halten und dann einfach immer rumwickeln. So, dann habe ich hier noch ein letztes Stück Faden. Schneide ich mir jetzt schon mal die zwei Stücken ab, die ich noch brauche zum Verknoten nachher. Einmal einen kürzeren Faden und dann oben zum Vernähen ruhig einen etwas längeren. So, nehme ich das letzte Stückchen und wickel das noch mit rum. Halt, abgerutscht. Nicht richtig festgehalten und dann wickelt ihr halt einfach noch mal mit drum. Wird jetzt auf jeden Fall ein dickerer Quast. Habe jetzt hier ein bisschen mehr Wolle. Zum Schluss natürlich noch einen Knoten drin, den schneide ich ab. Ist natürlich nicht schön, wenn da ein Knoten mit drin ist. So. Habe ich hier oben angefangen zu wickeln, drehe das Ganze einmal um und mache mir dann hier den längeren Faden durch. Einmal alles komplett hochnehmen, damit der Faden durchgezogen werden kann. Und dann bringt ihr den am Ende auf eine Länge. Einfach die beiden Enden zusammennehmen und ziehen. Dann macht ihr da einen Knoten rein. Noch einen zweiten.
Und dann könnt ihr das Ganze auch schon am anderen Ende aufschneiden. So, Pappe brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt bringen wir das Ganze noch ein bisschen in Form. Und dann können wir den kürzeren Faden ein bisschen weiter oben drumlegen. Und den dann einfach mal mit einem Knoten versehen. Ist jetzt ein bisschen weit oben, fand ich gerade noch. Kann ruhig noch ein bisschen runtergezogen werden. So. Dann das Ganze mal umdrehen, den Faden zur anderen Seite legen, dass wir da dann nochmal einen Knoten machen. Ist jetzt nicht ganz so sauber gewesen, deswegen habe ich jetzt unten noch mal ein bisschen nachgezogen. So, den längeren Faden aufpassen, dass er den nicht mit abschneidet, brauchen wir ja zum Vernähen. Und wenn ihr das Ganze dann so ein bisschen in Form gebracht habt, geht es ans Beschnippeln und schneiden wir hier unten jetzt die überstehenden unschönen längeren Faden ab. Das Ganze dann ordentlich beschnippelt habt, habt ihr dann eure Quaste fertig. Ja, das soweit kurz und knapp zu der kleinen Bastelanleitung. Ist ja nicht viel gewesen, super einfach nachzumachen. Ja, ich hoffe, ihr habt es soweit gut verstanden. Würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen. Bis dahin erstmal. Tschüss.